Ja, mein Name ist Eva Beckmann. Ich komme aus der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort bin ich Referentin im Fachbereich zielgruppenspezifische Angebote und plane Projekte zur politischen Bildungsarbeit. Und in meinem speziellen Fall sind sie vor allem zugeschnitten auf medienpädagogische Fragen, unter anderem auch auf Fragen, die sich um digitale Spiele drehen. Die Play ist für uns ein ganz spannendes Format, denn als Bundeszentrale für politische Bildung sind wir natürlich immer darauf aus, unser Ziel zu verfolgen, möglichst viele Menschen mit unseren politischen Bildungsangeboten zu erreichen. Daneben, dass wir hier viele Leute erreichen, die sich für Gaming-Kultur interessieren, die sich mit pädagogischen Fragen rund um das Thema digitale Spiele auseinandersetzen, können wir hier zu einem Thema arbeiten, was uns eh interessiert. Denn wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema digitale Spiele. Zum einen, weil es natürlich für die Gesellschaft ein wichtiges Thema ist und deshalb auch für uns relevant ist, für unsere Arbeit relevant ist. Und zum anderen natürlich, weil das digitale Spiel auch im pädagogischen Einsatz sehr, sehr fruchtbar sein kann. Und wir deshalb auch politische Bildungsarbeit zum Teil über digitale Spiele organisieren. Ich denke, dass die Verbindung vom Monster-Thema zur politischen Bildung liegt nicht unbedingt direkt auf der Hand, aber wenn man sich mal klar macht, dass Monster ja eigentlich Symbole sind für Ängste und Sorgen, scheint es schon gar nicht mehr so weit hergeholt. Denn wir als Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigen uns natürlich mit allen Themen, die irgendwie für Gesellschaft und Politik interessant sind und wollen genau diese Themen allen Menschen zugänglich machen. Wir wollen sie darüber informieren und sie dann darüber hinaus dazu befähigen, Gesellschaft und Politik aktiv mitzugestalten. Und natürlich kursieren in der Gesellschaft auch sozusagen einige Monsterthemen, also Themen, die Leuten Angst machen, die Sorgen bereiten. Und auch diesen Themen widmen wir uns natürlich in unserer Arbeit. Denken wir beispielsweise mal an den Klimawandel, der gerade viele Leute irgendwie in Sorge versetzt. Oder an die Zukunft generell. Also wir fragen uns, wie geht es weiter mit der Arbeit beispielsweise, mit unserer finanziellen Situation. Und alle gesellschaftlichen und politischen Faktoren, die dazu so hinterstecken, sind für uns sehr, sehr wichtig in unserer Arbeit. Und in dem Sinne, ja, wollen wir die Leute dazu befähigen, diese Monster zu erkennen, sie zu analysieren, sie zu hinterfragen und im Grunde auch durch ihre eigene politische und gesellschaftliche Aktivität zu bekämpfen. Ja, ich bin total begeistert und freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe an den Workshops teilgenommen, an verschiedenen Workshops bisher teilgenommen. Ich war natürlich viel in der Ausstellung unterwegs, habe einzelne Spiele angespielt, bin schon sehr gespannt, wie die Awardverleihung so ausgehen wird. Dann war ich natürlich im Monster Lab unterwegs, was ich eine ganz tolle Einrichtung finde, vor allem für jüngere Menschen, Schülerinnen und Schüler, die selber aktiv irgendwie sich an der Spieleentwicklung erproben können. Und ja, das verfolgt sozusagen ein Ziel, was wir auch verfolgen in unserer Arbeit, nämlich dass Leute selbst aktiv werden, dass sie kreativ werden, dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen, Geschichten erzählen, Gesellschaft mitgestalten, was hier sozusagen bezogen auf die Spielewelt gemacht wird. Und ja, vielleicht ermuntert es den einen oder anderen oder die eine oder andere dazu, das dann auch im echten Leben zu machen. Also ich war hier überall unterwegs und finde das Programm total super zusammengestellt und schätze vor allem diese innovative und kreative Ausrichtung der Play.